Hallo, herzlich willkommen auf der Produktronica 2015. Hier am Stand der EPP darf ich jetzt Roland Rufers begrüßen, technischer Vertrieb bei Kissel & Wolf. Und ich begrüße Michael Groß, Produktmanager bei Kissel & Wolf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herr Rufers, Kissel & Wolf, auch dieses Jahr auf der Produktronica. Was kann denn der Besucher an Ihrem Stand sehen an Neuheiten? Ja, neue innovative Reiniger natürlich, das ist ja auch unser Geschäft. Ganz speziell Unterseitenreiniger, wir haben einen neuen wässrigen Reiniger, sehr hoher Mitarbeiterschutz natürlich, da wässrig ist, geringer Geruch und die absolut schnellste Trocknungszeit. Weiter natürlich Baugruppenreiniger sind wir sehr stark vertreten seit der SMT-Messe, haben auch neue Vertriebspartner, jetzt auch einen großen Partner in Asien. Und ja, wie gesagt, jeder kann sich überzeugen bei unserem Messestand und die Neuheiten natürlich auch angucken. Herr Groß, es gibt einen neuen Geschäftsbereich bei Kissel & Wolf. Können Sie dazu ein bisschen was sagen, bitte? Ja, dabei handelt es sich um Resiste und Coatings. Dabei geht es darum, Oberflächen temporär, vollflächig oder auch partiell zu schützen vor einer weiteren Bearbeitung, vor einer weiteren Oberflächenbearbeitung. Das können Ätzprozesse sein, das können mechanische Beanspruchungen sein, wie Sandstrahlen, Bürsten oder aber auch grundsätzlich zum Schutz der Oberfläche vor einem weiteren Handling oder zum Transport von Produktteilen. Können Sie ein paar Produkte nennen, die da in diesem Bereich irgendwie reinfallen? Auf der Produktronica stehen insbesondere Produkte, wie sie in der Elektronikindustrie eingesetzt werden, zum Beispiel Fotoresiste zum Ätzen von Leiterbahnen oder flexiblen Leitern, aber auch siebdruckfähige Ätzresiste, die zur Oberflächenbearbeitung, zur partiellen Oberflächenbearbeitung im Finishing eingesetzt werden. Gibt es eine Entwicklung oder einen bestimmten Trend, den Sie in diesem neuen Geschäftsbereich jetzt quasi aufgreifen? Ja, im Fokus stehen insbesondere Richtlinien bezüglich des Arbeitsschutzes. Da gab es in den letzten Jahren viele Veränderungen und diesen möchten wir Rechnung tragen. In welche Richtung wird sich denn der Markt Ihrer Ansicht nach entwickeln? Wir haben in den vergangenen beiden Jahren zusammen mit Pilotkunden einige neue Technologien entwickelt. Die Entwicklungen sind abgeschlossen und wir gehen davon aus, dass insbesondere im nächsten Jahr wir mit einem deutlichen Wachstum in dem Bereich ausgehen können. Herr Groß, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dankeschön.